Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Forest. Übersehen hatte ich doch irgendwie leider, muss ich sagen, recht behalten. Sie greifen nicht an, aber sie sind in der Nähe und deswegen war das mit dem Pennen irgendwie nicht möglich. Ich versuche es trotzdem nochmal, aber... Das wird nichts. Das wird nichts. Aber zumindest die Energie, aber das ist ja egal, weil wir müssen jetzt sowieso erstmal was essen. No. Ist hier momentan den Mond auch nicht. Ach doch, da hinten kommt er gerade hoch. Na, es ist noch früh, dann... gerade die Nacht angebrochen. So, ich mache trotzdem hier draußen mal ein paar Feuer, wenn ich denn die Feuer entdecke. Einfach damit wir unsere Gegend hier mal ein bisschen erhellen. Denn die Kollegen haben ja uns gegenüber einen Vorteil. Schade. Weil, dass sie uns sehen können, aber wir sie ja nicht. Ich renne trotzdem mal, einfach nur mal so zum Üben schon mal runter zum Teich, um mich zu waschen, denn ich habe ja unten in der Anzeige gerade die Warnung. Rabbit. Ah, siehst du? Nee, jetzt bin ich genau im Lager. Super. Einer von der Sorte. Ach, mit der super, super geilen Glühwürmchen. Warum so riesig? Ich meine, wenn er wirklich... Oh. Wow. Richtiger Auflauf hier. Moin. Die Post da draußen. Ja, ich achte jetzt immer auf die Anzeige. Nicht, dass die wieder oben aus ist und... Okay, die klatschen sich gerade wieder gegenseitig ab. Oder... Ja, macht das. Wenn euch kalt ist, dann wärmt euch. Aber ihr müsst leider nicht so ein Rudel verhalten, dass sie alle hinterherlaufen. Sie denn da? Ah, ich weiß. Ist wieder vollkommenes Zeitvertrödeln hier. Ach, ein großer gegen den kleinen. Ah, okay. Ich wollte zur Höhle, genau. Da war doch was. Ich
wollte das Ganze gar nicht so ausufern lassen. Ich wollte mich ja runter zur Höhle machen. So, ein paar Meter rein, ein paar Meter wieder raus. Rein, raus, fertig. Halt. Ich klemme fest. Also ich hing da gerade mit dem Kopf an der Decke, meine ich. Oh nein, hoffentlich hat sich jetzt die Musik da nicht irgendwie festgebackt. Okay, die Leichen liegen noch rum. Und die Echse lässt sich Echse sein. Ich will einfach nur pennen und damit hell wird. Damit hell wird. Gut. So, den mal eben nur gemacht, klein gemacht wegen der Fackel, damit die hier nicht irgendwelchen Schaden errichtet, wenn wir durchlaufen. Ansonsten geht es erstmal wieder los, locker flockig weiter. Locker-flockig weiter. Linie. Na gut, wollen wir uns nicht beschweren. Es ist ja immerhin Tag. Okay, Hauptsache, wir haben jetzt zumindest so ein Zeitfenster, dass wir hier irgendwie zumindest einen Baum fällen können. Ich bin ja gar nicht mehr so anspruchsvoll. Ich möchte einfach nur einen Baum haben. Toll. Unsere Energie, aber die ganze Zeit weitergehen. So, den klauen wir mal das Essen. Damit die sich hier nicht laufend niederlassen, um zu speisen. Und versorgen mal ein wenig unsere Wände. Machen wir jetzt erstmal die Seite dicht. Bevor ich da weiter den weitermache, den Boden auszuformen. Und ich weiß, hier müssen noch irgendwo welche liegen. Baumstämme. Da oben. Und ich bin guter Dinge, dass wir jetzt erstmal. Ach, unten einen Arm. Na sowas. Der war aber schnell. Na, es passiert, die liegen direkt vor der Höhle. Das heißt, wenn es zu brenzlig wird, dann kann man sich zum Glück verdrücken. Aber es ist ja wirklich noch immens früh am Morgen. Können wirklich hier den Tag noch richtig schön ausnutzen. Und wir wissen, wo die Bäume liegen, das ist auch cool. Und einfach bloß der Fahne folgen.
Noch ist keiner da. Ich möchte es echt nicht beschreien, hey. Das war noch eine Lücke im Boden, wo ich jetzt nicht weiß, ob die da vielleicht durchspringen können, aber dann kommt da eventuell nachher noch, wenn alles dann fertig ist, wenn wir, ne, dann kann man sich da mal Gedanken drüber machen, dass man da eventuell nochmal einen Boden einzieht. So, und schon wieder ein paar Stickies in der Tasche. Na. So, welchen nehmen wir denn jetzt? Ja, ist, glaube ich, bloß ein Stickbaum hier. Aber ich kann jetzt wirklich noch nicht sagen, ob das jetzt was bringt. Dass wir die Axt frisiert haben. Hat sich sogar gelohnt. Ist halt wie so ein Überraschungsei. Man weiß nie, was... Nein. Mist. Na. Hey. So, wieder drei zusammen. Die weiß man zum Trockner aufhängen können. Ach, Mist, den können wir gar nicht. So, ein Dings lassen wir frei. Ah. Was machen wir jetzt? Wir gehen mit den Stämmen, die... Genau. So. Die hauen wir hier erstmal schnell rein. Machen das Ding zu. Ich will es noch nicht in diesen Steg setzen. Ach, wisst ihr was? Ich will das jetzt verstehen. Der tut uns ja nichts. So, Essen, ja. Was Energie. Entschuldigung, meine Stimme ist weg. Etwas Energie tanken und den anderen Fuchs da hinten holen. Die Axt ist doch echt kacke. Gerade mal so voll der Molch los. Das sind doch Molche. Immer wenn es regnet, oder wenn es regnet, da kommen die raus.
Oh oh. Weit weg. So, auf dieser Seite haben wir jetzt noch. Eine Tür und einen. Ich überlege gerade, ob ich zur anderen Seite nochmal wieder so ein Fenster rausreiße und dann eine Tür einsetze. Das ist natürlich das Risiko, ob er die Sache dann noch annimmt. Mein Traum. So, ich bin jetzt einfach mal so mutig. Und sage mir, die anderen Plätze bekommen wir auch noch voll. Die Musik scheint momentan gar nicht auszugehen. Das ist auch ein schiefes Schiff da hinten. Ich sollte die Bäume von da hinten nicht hier hinschleppen, das ist Blödsinn. Ich sollte sie schön dafür bauen, wo sie auch hingehören. Und dein Arsch gehört mir. Fell. Aber hier hinten. Okay, da. Ich weiß gar nicht, ob Echsen wirklich so rotes Fleisch haben. Obwohl, die Unterschiede sind ja schon da. Dass die Karnickel helles haben und dann die Echsen dunkles. Aber dass die Echsen so dunkles, so Rindfleisch, rotes Fleisch haben. Wusste ich nicht. Esse ich so selten. Aber ich hätte eher gedacht, dass so Schlange und sowas, so Reptilien, mehr in die weiße Richtung gehen. Ja, toll, die Plumpen sind natürlich jetzt richtig runter. Wie denn schon wieder außer Kraft? Die werfen einfach nicht genug ab.
Ich glaube, hier stehen jetzt sowieso nur die ganzen Viererbäume rum. Na, richtig. Ach, was soll der Geiz? Die brauchen es ja. Man muss nur erstmal den richtigen Punkt erwischen. Ich freue mich auch gerade, wenn wir jetzt... Ich nehme an, dass die Zähne dafür da sind, dass wir die halt vorne an der... Schneide befestigen. So, aber drei lasse ich auch. Ich weiß jetzt nicht, wie spät es schon ist. Also jetzt nicht von der Spielzeit her, sondern... Ah, die Sonne ist schon ziemlich weit hinten. Das wird die auf jeden Fall noch so richtig gut im... Ah, shit. Den Helden noch nach Hause kriegen. Ja, ich weiß, ich hätte gleich mal gucken können, ob jetzt die Axt weniger Zähne hat. Also ob die sich irgendwie abnutzen. Aber hatte ich mir gar keinen Bock drauf. Weil ich das momentan etwas, ja, finde ich ein bisschen unwichtig. In Anbetracht des vielen Holzes, was hier rumliegt. Denn man verliert schon genug Zeit wegen der Eingeborenen, da muss man jetzt sich selber auch noch die Zeit kürzen. Sage ich. Ja, der Richtige. So, da liegt nichts. Also wenn jetzt hier eine Schlammpfütze ist, die würde ich gerne nehmen. Richtig gut, was er geholt. Okay, also wir müssen regenerieren lassen. Dennoch sieht ja auch alles gut aus. Oh. Also es sah bis jetzt eigentlich ganz gut aus. Der kam da gerade so auf und zu. Ich weiß nicht, sucht der vielleicht einen Job? So. Nö. Er ging da eben nur so. Da hinten steht immer noch rum. Okay. Und er ist weg. Soll mir recht sein, aber trotzdem auch mal wieder so ein blödes Ding, dass die Musik jetzt spielt. Das heißt, wir können nicht pennen. Und hier waren Bäume. Die waren auf jeden Fall noch Bäume, das weiß ich. Okay.
vergessen abzulegen. Use Leiter, warum? Für was? Also mir war so, als wenn hier eben noch zwei Baumstämme liegen müssten. Also wir kommen hier runter. Da ist der See. Da müssten hier unten irgendwo ein Baumstämme blinken. Hm. Oh, ist das ominös. Nee. Ja, ich weiß nicht. Fällen wir noch einen? Ich glaube ja. Wird schon verdammt dunkel. Wenn man erst so dabei ist, dann ja, gewöhnt man sich auch dran. Man kann dann gar nicht aufhören. Aber ich denke mal, bevor wir pennen können, muss der Typ, der hinten rumsteht, weg. Der stört. Ist ja schon wieder weit weg. Hm. Vielleicht sind die anderen auch noch weiter gerollt und die gehen jetzt ganz woanders. Hm. Pilze. So, und auf jeden Fall die Taschen freiräumen. Das heißt, dass wir die Sticks rausbekommen. Na, ja, schade, ich dachte, den kriegen wir fertig. Ups. Ich bagge mich dafür mal durch. So, und der Kollege da hinten, der ist irgendwie... Wo ist er denn? Da ist er. Okay, ich dachte, der wäre festgebackt, aber... Okay, also Möhren. Oh, shit. Okay, da schon wieder die nächsten Hooligans rum. Okay, und gute Nacht. Okay, auch wenn jetzt nicht ganz so viel passiert ist, hoffe ich halt, dass ihr trotzdem euren Spaß hattet oder auf euren Spaß gekommen seid. Ich meine, manchmal ist es ja auch so, ich kenne es von mir selber, dass ich mal auch mal so ein Let's Play nebenher laufen lasse. Nicht meine, ich gucke meine nicht an. Kann ich nicht. Grausam. Und ja, nebenbei halt dann was anderes mache. Das ist ja dann halt, was weiß ich, ein bisschen rumkritzel und rumschreibe oder sonst irgendwie was mache oder
ja, irgendwie so, dass man halt wie so ein Hörspiel nebenbei hat. Finde ich also ganz angenehm. Schon mal überlegt, irgendwie vielleicht die auf dem Ausprobieren das Ganze mal so ins Auto mitzunehmen und da während des Autofahrens so ein bisschen mitzuhören. Kann ich mir also auch ganz gut vorstellen. Müssen wir testen. Na gut, trotzdem vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Aus welchen Beweggründen auch immer. Und klar freue ich mich auch, wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid, wenn ihr mal einen Comment hinterlasst oder einen Daumen. Daumen sieht gut aus. Daumen nach oben sieht ganz gut aus. Daumen nach unten nicht schön, aber wenn es sein muss, auch. Dann weiß ich war scheiße. Das heißt, ich habe da die Bestätigung, dass ich scheiße war, sagen wir es so. Okay. Nicht dumm rumschnacken, einfach mal beenden und bedanken und schön noch einen schönen guten Abend wünschen und eine gute Nachtruhe und einen ja, erholsamen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Freue mich auf euch, bis dann, tschüss.